Oh, Alter, was geht ab, mein Tommy? Aus meiner neuen Wohnung ist ein bisschen noch schallig. Hallig. Ja, Tati, fleißig am Kochen. Heute gibt's das saftigste Fleisch der Welt, Sashi Beef. Anlässlich meines Geburtstags habe ich die Jungs eingeladen und das Fleisch organisiert. Es wird saftig. Was ist hier passiert? Was ist das hier so? Das wird die Sahne, ja, für meinen Kartoffelgratin. Hier kommt in die Form, habe ich ausgebuttert. Hier drin haben wir Zwiebeln, Knoblauch angeschwitzt, Rosmarin drinnen, Salz, Pfeffer, Sahne. Genau, dann tue ich die noch ein bisschen hobeln. Hier mein V-Hobel, Parmesan dazu und dann wird das Ding gebacken. Ich habe nicht so viel Kohle. Und dann trinkt die Kartoffeln, die Sahne und dann wird es super saftig. Super saftig, Leute. Super saftig. So, aber irgendwer macht dick Verlust, weil irgendwer kommt aus der Position nicht mehr raus, weil es gibt keinen mehr, der es für dich kauft. Und die sind dann wirklich gearscht. Ja, ich sag dir, akklimatisieren. Hier ist RIP, Alter. Wie viel wollen wir machen? Alle, oder? Kannst du hier mal sehen? Ja, muss da 5 machen, ja. 5. Das sind erstmal 4, aber ich muss immer noch gucken. 7 musst du noch machen. Die Nachbar ja auch. Naja. Also 7. Also die fertig ist, aber schrammt so krass, Alter. Rippei. Ja, jeder kann sich da mal was aussuchen, oder? Machen wir mal so. Ja, das ist Rippei, das ist die hier. Nee, er hat nur Rippei und also Roastbeef. Ich nehme Rippei. Nimm was du willst, oder? Was geht ab, Joe? Was geht ab, Leute? Jetzt sind wir von deiner Idee. Also ich habe für euch eine krasse Gaming-Show geplant, so richtig mit Dreh das Rad und mit Buzzer und so richtig geile Fragen. Von allen Quizspielen habe ich ein bisschen was entnommen und es wird schon richtig geil, freut euch drauf, Mann. Zweitens, wenn die Wohnung hier eingerichtet ist, dann beginnt die Show. Freut euch schon mal mit Countdown. Das machen wir auf jeden Fall, oder? Das ist krank. Also hier sieht man mal eins mit der Marmorierung, was richtig, richtig krass marmoriert ist. Ja. Ja, mal Vergleich einfach zum Beispiel zu dem hier. Oh mein Gott, das ist echt zu krass. Ja. Wie da ist die Marmorierung halt echt fett, Mann. Da brauchst du nicht mehr. Das ist ein Rippei. Da brauchst du nicht mehr nichts dafür, Mann. Nicht mal Öl. Das ist richtig. Aber schön weich, schön saftig. Das ist echt heftig aus Deutschland. Schön saftig, Freunde, Alter. Saftig. Ja, da unten braucht es noch ein bisschen. Schaut euch mal die Kartoffeln an. Oh mein Gott, schaut sich das an, Freunde. Oh mein Gott, schaut die Kartoffeln an. Okay, da kommt die ganze Soße runter, oder? Weil das einfach zu voll ist. Die Kartoffeln brauchen wir auf jeden Fall noch. Boah, das ist egal. Nullen und Einsen, ja. Digital, unverfälschbar, die selten. Dezentral? Die sind aber nicht, aber erst ungehackt. Dezentral. Ja, gut, oh aber. Oh mein Gott, wir haben es erfasst. Glaubst du nicht, die Menschen sind komplett verrückt? Ist das überhaupt? Nein, passt schon. Glaubst du nicht, alles wird gewählt. Wenn das die Währung wird. Dann soll jede Regierung das regieren. So, wir schieben euch mal wieder ein bisschen hier rüber. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, wir braten mal das Fleisch auf jeden Fall an, tun es hier rein, dann kommt es in den Ofen, dann tauschen wir es mal aus, Kartoffeln und so. Ja, weil der Asset von Bitcoin ist ja, und das ist ja das, was... Und dann lassen wir es ruhen und dann braten wir es nochmal kurz an, dann müssen wir es mal nachbraten. So, wie viel stärker als das hier, Leute? Ja, das hat mehr Geruch, aber das ist wahrscheinlich mehr gereift einfach, ja, als das hier. Da sieht man einfach Unterschiede, auch die Farbe. Viel dunkler, ein bisschen heller, marmorierter Ding, aber krasses Fleisch. Ja. Und es gibt sogar noch... Gibt keine Diskussion hier. Bitcoin ist das mit Abstand größte, dezentralste Netzwerk. Es gibt nicht mal... Wo denn? Ja, zum Beispiel schau dir meistens. Genau. Oder das ist offensichtlich mit Bitcoin. Aber du brauchst irgendeine Physik. Du brauchst irgendeine Physik. Du brauchst irgendeine Physik. Ich glaube, die mit Strom, mit Energie. Die wird immer eingesetzt. Ich will es nicht. Ja, man kann es wissen vorher, man kann es auch nachher wissen. Sondern jeder für sich selber machen. Ja, nur ein bisschen mit Öl eingerieben. Ja. Aber ich habe von Galileo gesehen, man tut es nicht, nicht würzen, sondern erst später würzen. Nein, das ist egal. Das ist ein Mythen. Man kann es vorher würzen, nachher würzen. Das hat sogar selber der Erfinder selber gesagt. Gänsehaut, Jungs, ihr müsst es mal riechen, wie es hier riecht. Oh mein Gott, oh, wie es brutzelt. Hört es mal hin. Das könnt ihr gleich hören. Hört. Oh mein Gott, Jungs, Mann. Wo du nichts da drauf? Ganz leicht und mit ein bisschen Oliven und einreiben. Olivien. Ja, braucht man nicht. Und ein bisschen Olivien ein. Gar nicht. Ja. Schaut euch dieses Kartoffelgratin an, Leute. Und natürlich das Fleisch. Ich finde wirklich krass. Ich bin auf der Blockchain, ich hab Transaktionen gemacht. Ich hab's kontrolliert, ich hab's gemacht. Oh mein Gott. So, wir machen jetzt mal das eine Stück Fleisch für unsere Kollegen hier, oder? Dass er mal was isst.
Er schreibt ja, haha. Oh mein Gott, riecht dir das mal? Der schöne Knoblauchgestank. Zeig ihm mal 20 Minuten wieder. Knoblauch, Rito, das Fleisch ist noch da, da muss man riechen. Und schön in Butter beschwenkt. Boah, jetzt müsst ihr riechen, Freunde. Ja, jetzt müsst ihr riechen, Mann. Boah, lieber Gott. Auf die große Flamme, oder? Danke, Chong, sag ich schon. Danke auch. Oh mein Gott. Schaut euch das an, Leute. Saftige Ofenkartoffel. Gratin. Und das Fleisch. Mein Gott, das wird saftig, Alter. Saftig, saftig, saftig. Oh mein Gott, wie tust du Salz drauf? So musst du machen. Ein Gurken, oder? Erstmal, Raum, danke für die Einladung. Natürlich. Alter. Kartoffelgratin hat zu hart unten noch gewesen, Alter. Echt nicht richtig, Alter. Hier, probier mal, Alter. Alter, die Barbecue. Voll vergessen. Ich glaube, das Fleisch sollte im Vordergrund sein, Mann. Ich glaube, ich habe kein Fleisch mehr gegessen. Alles steckt. Boah, ich bin übertrieben krass. Ja, Jungs, du musst. Boah, lieber Gott. Geht alle in Cardano rein und danach kauft euch Steak. Okay, das geht butterweich unter, oder? Ja, Mann. Medium rare, Mann. Nachbar, wie musst du nochmal. Das habe ich noch nie. Das auseinandergeht, Mann. Ist krass, gell? Ja. Oh, Alter. Das ist halt echt krass. Wenn du so weiter kochst, werden die Investments echt so saftig laufen. Ohne Scheiß. Das geht schon. Gib mir das Fett, oder? Ja. Ich esse schon. Was? Ja. Das Fett. Echt? Ich habe nur mit Kabel nicht übersichtlich. Ja, Barbecue. Ich esse es auch, oder? Ich esse es auch. Gib's mir die Hälfte. Du kannst was nicht wegschmeißen. Echt jetzt? Das heißt, wenn ich echt jetzt, Leute? Muss ich mit dir in Connection kommen, Leute. Wir haben gerade saftig gegessen. Tati, mach noch ein paar. Ich hatte mir auch Steak schon gesagt. Barsch hat gerade gefragt, wie ich es mit der Couch so mache. Ich habe ihm gesagt, na, wir kaufen keine. Nur für die Gameshow wird das Zimmer genutzt. Da kommen drei Podeste. Drei Podeste für die Gameshow. Ja, Mann. Ich dachte vier, oder? Gell, Rondo? Nein, Jungs, nein. Schaltet ein, die Gameshow wird überkrass. Wir machen, oh mein Gott, das Game wird einfach überkrank. Ich bin jetzt gespannt. Ich bin auch selber gespannt, wie ich es mache und so. Ich hab schon ein paar Ideen, aber ich muss ja noch umsetzen. Ja. Ein paar Sachen bestellen und so noch. Das ist echt krass. Oh. Es gibt gleich noch Torte, aber davor. Oh mein Gott, wie war das Essen? Dein Buzzer habe ich gesehen. Sehr lecker. Feedback. Sehr lecker, ja. Lange nicht mehr so ein geiles Stück Fleisch gegessen. Einfach Butter saftig. Wie waren die Kartoffeln? Wie war das Gratin? Nice. Sehr geiles. Barbecue, ich habe selbst gemacht. Ja, Teller war halb voll, ist immer noch ein bisschen übel, aber ich habe es echt halb voll geklatscht. Geiles Sour Cream Dressing, gute Kartoffeln, Ofenkartoffel, geiles Fleisch einfach. Ja, schau den Teller an, komplett leer, also das waren feste Stücke. Ich muss ehrlich sagen, das beste Steak, was ich je gegessen habe, man besser als ein Kaffee 5000. Wo er aber auch gekocht hat. Ey, ja, das ist auch nicht so schwer, das ist so. Fleischqualität echt überkrank, überkrass, Leute. Gut, geht alle all in die Cardano und danach mal mit dem Gewinn. Und dann mit dem Gewinn holt ihr euch das Sashi Steak. Oh mein Gott. Fazit. Fleisch, echt mega krasses Fleisch, ohne Witz. Wirklich gute Qualität. Ja, Hammer. Preis-Leistung passt, oder? Ja, so welche Tiere aufzuziehen, kostet Geld. Ja.
Richtig geil auf jeden Fall. Ja, die anderen Sachen habe ich selber gemacht. Geht schon. Ja. Aber geiles Essen. Happy. Und ich freue mich auf das da oben, Alter. Krass, ja? Warte. Erstmal hier. Willst du, will noch jemand? Nein, danke. Erstmal hier, Chong probiert der Eistee Gourmet. Check das Video ab, wir haben ein Video gemacht, wo wir alle Eistee probiert haben. Den will ich aber auch noch probieren, oder? Wie heißt der? 4 Bro, oder? Und Barge schwärmt? Nee, nicht davon, man macht das weg. Oh, Kapi ist krass, Bratis ist krass, aber für sich jetzt nicht so. Aber, was krass ist, Unge featuring Dr. Horst. Oh mein Herz, Gott. Ich schwöre, als ich das gesehen habe, ich teste mich immer, ob ich schlafe und dann ich zwick mich mal. Ohne Scheiß. Zu heftig, auch wie die drüber reden und so. Ja, warte, erstmal den Test. Der riecht doch schon so extrem, Mann. Schmeckt auch nicht schlecht. Schmeckt auch voll gut. Schau mal, wie das riecht. Mann. Schlecht nicht, aber der ist so. Also, ich habe dem eine solide 6-7 gegeben. Der riecht schon echt extrem, Mann. Was macht der? Der schmeckt ein bisschen wie Pfutze-Tee. Also, auch so süß. Infused-Tee. Ja, okay, jetzt kannst du weiter erzählen. Dr. Horst. Schmeckt genauso. Dr. Horst featuring Unge. Wie krass ist das, Leute? Ohne Scheiß. Also, Dr. Horst, Cake, das ist das, was wir alles hier gerade machen. Genau. Er ist Barstein Mentor. Ja, absolut. Ich hab dem so viel zu verdanken, Leute, ohne Scheiß. Die alle jetzt sozusagen. Ja, außer Chong. Also erst du Cardano. Nur auf jeden Fall. Kommt noch. Echt langfristig gesehen. Hosp mit DFI, mit Usin. Was heißt Hosp? Die DFI-Community mit der Reichweite von Unge. Es könnte wirklich sein, dass die beste alternative Kryptowährung aus Deutschland kommt. Was heißt aus Deutschland? Stark mit der deutschen Community. Das wäre so krass geil, Mann. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geil, Alter. DeFi, wirklich bestes Projekt. Atomic Swap, DeFi auf Bitcoin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann werden die, apropos Bitcoin, hier Orange. Warte, Bitcoin, ja, dann werden die Deutschen mal echt zurecht, also die deutsche Community, im etwas Großen ganz vorne mit dabei. Das wäre halt echt mega nice. Das braucht Europa, Deutschland echt mehr. Oh mein Gott. Wir haben noch eine Luchas am Start, Leute. Link ist in der Beschreibung. Jeder hofft auf die Decke nochmal. Seitdem es die Decke gab. Das Decke war es nicht. Auf diese Joker-Decke. Joker-Decke, ja. Leute, ich habe Tati reich gemacht. Und trotzdem gibt er nicht die Decke. So krass ist die Decke. Oh mein Gott. Nein, doch. Ganz zu viel. Oh mein Gott, ich dachte schon, Wanted von One Piece. Ja, aber ist es doch nicht. Aber wen hat drauf? Zelda war das, glaube ich. Hä? Yeah. Oh mein Gott! Falsch, Mann! Nee, das ist XL, das ist nur deine Größe. Ja, was? Also, XL kannst du auch bald tragen, oder? Alter! Was? Ja, Mann! Oh mein Gott, Alter! Du kannst dir was sagen, ich gehe aber schon nice aus. Ich gehe wieder auf die L zu jetzt, gell? Ja, ich merke schon, das ist echt so. Oh mein Gott, ist das Link oder was? Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Hello Kitty Energy Drink. Energy Drink. Den muss man testen. Gell, ist mir egal, oder? Den muss man eigentlich echt testen. Das ist nämlich safe, Mann. Komm, testen wir. Letztes Mal SpongeBob hat endgeil geschmeckt. Alter. Oh, seine Bombe. War der von Benny? Ja. Alter. Rick and Morty, Mann. Oh mein Gott, endgeile Assassin hat. Alter, die will ich. Ja, nimm mal. Aber nimm du die eigentlich. Alter. Ich hab normal an Schirm. Richtig schön. Ich schwöre. Schau mal, was ist das? Du bist doch draufgeklebt worden, das geht weg, Mann. Alter, ach so, oh mein Gott, die Decke! Ich dachte, das ist die Decke gerade. Richtig schön, Mann. Was ist das? Mann, das ist ja auch. Hey, Rick and Morty. Alter. Ja, mach mal auf, Tati. Ah, das ist das Ding, Mann, für die Tür, Leute. Das ist Ghostbusters, oder? Keep out, Leute. Kennst du nicht, wenn du so eine Tür hängst? Oh mein Gott, das brauchst du. Oh mein Gott, für Toilette. Ja, mach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, für Toilette. Angeblich habe ich einen Geist bei mir. Alter, Leute, vorne ist einfach Staubsauger umgefallen. Wie soll man sich das erklären? Gravitation, Mann. Tisch. Gravitation nennt sich das. Oh mein Gott, in der schwarzen Tüte, Leute. Okay. Tada! Oh mein Gott, die Mutter. Rick and Morty, Alter. Schaut mal, was ist das? Was ist das hier? Ja, die kann man echt rein. Das ist ein Rucksack. Oh mein Gott, das ist eine Tasche, Alter. Das ist eine Tasche, ja. Brauchst du sowas nicht, Badisch? Nee, tatsächlich. Aber fass mal den Stoff an. Laber nicht, die Decke hatte den krassesten Stoff. Oh mein Gott, was für eine krasse Tasche, Mann. Das ist die neue Mia-Tasche. Spaß.
Wie immer, Luchas, vielen Dank. Link ist unten im Beschreibung. Ich hol mir eine Luchas. Immer super lustig, super saftig. Ich hol mir die Fox. Die Frage, ich kann es nicht gönnen. Und ja, ich gönn mir nicht. Nimm dein Fleisch mit. Ja, Mann, ich nehme mein Fleisch mit. Richtig saftig. Babi, ich krieg dein Fleisch noch. Danke, Mann. Ich freu mich echt sehr. Kannst du es noch tragen? Das wiegt 300 Gramm, Alter. Ja, das funktioniert. Lass du noch Rippa in deinen Rumpsteak. Ja, danke.